Herzlich willkommen zu einem weiteren Video in unserer Technik-Tutorial-Reihe. Heute schauen wir uns den Face-Pull an. Die Übung, wenn es darum geht, eine solide hintere Schulter aufzubauen. Wenn wir uns die Schulterpartie anschauen, dann gibt es drei Schulterköpfe, die mit primär benutzt werden. Beim Face-Pull ist es primär die hintere Schulter, also der hintere Teil, der primär benutzt wird. Natürlich haben wir auch noch andere Muskelpartien, die sekundär beteiligt sind, wie zum Beispiel der Bizeps, weil eine leichte Armbeugung vorhanden ist. Die wollen wir aber minimieren. Das heißt, primär treffen wir hier mit einer Isolationsübung wie dem Face-Pull primär die hintere Schulter. Die Ausführung per se startet mit einem Seilzug. Das heißt, wir haben hier am Beispiel von Simon, haben wir hier mit einem Kabelzug am Seil, der etwas höher ist als seine Stirn. Das heißt, wir wollen die Startposition auch so machen, dass das Seil quasi über der Position ist. Jetzt lasst ihr den Namen auf der Zunge zergehen, ein Face-Pull. Das heißt, wir wollen logischerweise Richtung Gesicht ziehen. Das heißt, in dieser Position startet die Bewegung und wird über die Ellbogen initiiert. Wenn die Bewegung über die Ellbogen initiiert wird, ist es für dich ein wichtiger Cue, den wir dir mitgeben können, dass du die Ellbogen quasi an den Ohren vorbeiziehst. Das heißt, wir wollen quasi dieses Metallding, wo Simon gerade raufguckt, so schön, wollen wir quasi Richtung Stirn ziehen und die Ellbogen gehen nach außen vorbei, um, wie man es hier schön sieht, die hintere Schulter, diesen Bereich optimal zu treffen. Häufige Fehler sind vor allem, dass zum einen aus den Armen gezogen wird, wie man zum Beispiel bei Simon sehen kann hier, zieht das natürlich aus den Armen. Dadurch haben wir weniger Aktivierung vor der hinteren Schulter und mehr vom Hilfsmuskel, den wir ja logischerweise mit anderen Übungen effektiver trainieren können. Der nächste Punkt ist, dass zu viel der Trapez mit benutzt wird. Das heißt, dass quasi hier die Bewegung extrem viel stattfindet und dieser Trapezbereich komplett mit involviert wird. Und diese Bewegung wollen wir auch nicht maximal involvieren, weil wir wollen isoliert die hintere Schulter treffen, weil es gibt bessere Übungen für den Trapez, wie beispielsweise Kreuzheben oder auch also jede Kreuzhebevariation. Das heißt, wir wollen, um diesen hinteren Bereich zu treffen, wollen wir über die Ellbogen arbeiten. Wichtig ist, Brust ist aufrecht, Simon steht hier ganz normal. Wichtig ist für dich auch, wenn das Gewicht irgendwann schwerer wird, kann es sein, dass du dich vielleicht versetzt hinstellen musst, dass du quasi dich leicht reinlehnst. Mach mal so, als wenn es für dich schwerer wird. Wenn Simon die Übung ausführt und das Gewicht schwerer wird, dann muss er sich leicht reinsetzen in die Übung, um einfach hier optimal arbeiten zu können. Und da siehst du auch hier wieder, wird sehr schön über die Ellbogen geführt, es wird keine Retraktion mitgenommen. Simon führt hier die Variante aus, die primär für die hintere Schulter ist und die Rotatorenmanschette, die vor allem die Außenrotation ausführt, hat Simon hier prinzipiell eher weniger drin beteiligt. Es gibt eine Variante, wo man das Ganze noch mit involvieren kann. Diese ist jedoch sehr speziell und würde ich auch in einem anderen Format nochmal genau erklären. Dies sind die wichtigsten Informationen, auf die du achten solltest, um deinen Face-Pull aufs nächste Level zu bringen und eine schöne, massive hintere Schulter aufzubauen. Ich hoffe, du konntest was für dich mitnehmen. Wir sehen uns bei einem weiteren Video wieder. Mach's gut, bis dahin. Ciao.